Lichtschwerter haben schon etwas Mystisches an sich. Auch wenn die meisten Bewohner der Galaxis solch eine Waffe noch nie zu Gesicht bekommen haben, erzählt man sich nahezu überall die Geschichten der heldenhaften Jedi-Ritter und wie sie mit ihren strahlenden Schwertern für Ordnung und Gerechtigkeit in der Galaxis sorgen. Aber mit solch einem Lichtschwert kann man nicht nur den Frieden in der Galaxis bewahren, es kann auch Verwüstung und Tod mit sich bringen. So gab es auch ein Sith-Lichtschwert, von welchem solch eine Macht ausging, dass es von den Jedi in ihrem Tempel weggesperrt werden musste. Auf dem alternativen Cover der kommenden 7. Ausgabe der Comicreihe Star Wars The High Republic wurde uns ein mehr oder weniger neuer Charakter gezeigt, Darth Krall. Von der Existenz dieses antiken Sith-Lords wissen wir schon seit dem 2019 erschienenen Buch Dooku, der verlorene Jedi, und der Comic gibt uns jetzt auch ein Gesicht zu diesem Charakter. Das Besondere an Darth Krall ist, dass er einst ein Jedi war und auf den Namen Radaki hörte. Er vertrat eine eher unübliche Ansicht der Ideale des Ordens und hatte eine Überzeugung, dass die Jedi ihre Familie und ihren Reichtum behalten sollten. Gedanken, welche ihn früher oder später weg vom Jedi-Orden und hin zur dunklen Seite der Macht treiben sollte, was ihm zu einem der ersten, wenn nicht sogar zum ersten Mitglied der verlorenen 20 machte, eine Gruppe von ehemaligen Jedi-Meistern, welche den Orden auf freiwillige Basis hin verließen. Wirklich viel ist über ihn zwar nicht bekannt, aber wir wissen, dass er siegreich aus der sogenannten Schlacht der verschwendeten Jahre hervorging. All dies geschah schon vor langer, langer Zeit, denn bereits in der Alten Republik schrieb der einstige Padawan Clias Terradine in seinem Holo-Tagebuch von seinem Interesse an der Legende von Darth Krall und auch, dass er sein Lichtschwert in der Bogan-Sammlung in den Jedi-Archiven fand. 150 Jahre später gelangte das Tagebuch dann in die Hände der damaligen Jedi-Jünglinge Sifo Dyas und Dooku. Sie gingen den Hinweisen des Tagebuchs nach, schlichen sich in die Jedi-Archive und brachen in das Archiv für verbotene Artefakte, eben die Bogan-Sammlung, ein. Dort befanden sich hauptsächlich alte Sith-Schriftrollen und andere Relikte, sowie der Helm von Lord Momin, aber auch das Lichtschwert von Darth Krall. Auch wenn sich Sifo Dyas beim Anblick des Lichtschwerts unbeeindruckt zeigte, verspürte Dooku einen Schrei der Macht, welcher ihn an den Ruf des Tirataka, einer machtsensitiven Kreatur von seinem Heimatplaneten Sereno, erinnerte. In dem Lichtschwert schien eine Menge dunkler Energie zu stecken, was vermutlich der Grund ist, warum es von den Jedi weggesperrt wurde. Auch wenn Sith nicht in der Lage sind, nach ihrem Tod Teil der kosmischen Macht zu werden, sprich sie können keine Machtgeister werden, kann es dennoch vorkommen, dass an bestimmten Orten oder durch bestimmte Gegenstände, in welchem eine große Menge an dunkler Energie gespeichert ist, Visionen von den längst verstorbenen Sith-Lords ausgelöst werden können. Das bekannteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich Yodas Vision von Darth Bane beim Besuch seines Grabes auf der antiken Sith-Welt Korriban. Dass Darth Krulls Lichtschwert auch solch dunkle Energie ausstrahlen könnte, sehe ich als gar nicht mal so unwahrscheinlich. Denn solch ein Sith-Lichtschwert ist ein sehr persönlicher Gegenstand und trägt viel von seinem Besitzer in sich. Um eine rote Lichtschwertklinge zu erzeugen, muss ein Machtnutzer einen normalen Kristall zum Bluten bringen. Das bedeutet, er muss all seinen Hass und dunkle Energie in die Kernstruktur des Kristalls fokussieren und diesen korrumpieren, was ihn rot färbt. Dieser Prozess kann übrigens auch rückgängig gemacht werden, jedoch wird der Kristall dann ausschließlich eine weiße Klinge ausstrahlen. Ein ausführliches Video zu Lichtschwertern habe ich euch mal in der Infokarte verlinkt. Somit finde ich es schon verständlich, dass die Jedi Darth Krulls Lichtschwert weggesperrt haben, da der Einfluss einer solchen Waffe durchaus eine Gefahr für junge, heranwachsende Jedi darstellen könnte. Aber was sagt ihr? Denkt ihr, könnte Darth Krulls Lichtschwert Mitschuld daran sein, dass sich Dooku Jahre später von den Jedi abwandte und sich den Sith anschloss? Schreibt es mir doch in die Kommentare.
Hier rechts erkläre ich euch jetzt noch, warum Sith keine Machtgeister werden können. Sowie eine Reaction auf Star Wars Robot Chicken auf meinem Zweitkanal Papa Palpatine. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.